ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's mal wieder von mir ein Haul-Video. Und zwar werde ich euch meinen Urlaubshaul zeigen. Es ist jetzt nicht sehr viel, aber es ist schon so ein paar Kleinigkeiten geworden, die ich eingekauft habe im Urlaub. Und deshalb dachte ich mir, komm, ich drehe euch jetzt ein Haul-Video. Also, wie ihr wisst, war ich ja in Bodrum und bin letzte Woche Dienstag wieder nach Hause gekommen. Und leider Gottes bin ich wieder nach Hause gekommen, weil dort hatten wir über 30 Grad und schaut euch mal bitte dieses Pisswetter da draußen an. Das ist doch echt unnormal, oder? Naja, wie dem auch sei, ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen von meinem Einkauf zeigen, aus meinem Urlaub. Und wir fangen jetzt auch an. Also eigentlich wollte ich ja im Urlaub nichts einkaufen, aber da führt ja sowieso kein Weg dran vorbei, auch wenn man es nicht möchte. Man tut es einfach. An Textilien wollte ich eigentlich nichts kaufen, aber dann habe ich es doch getan und deshalb denke ich mal, fange ich damit auch an. Ich habe mir nämlich gekauft einmal so ein Superman-T-Shirt. Ich fand das richtig cool und ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie angesprochen gefühlt und deshalb dachte ich mir, komm, nimmst du es mal mit und deshalb habe ich es mir dann auch gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie die Preise waren, aber ich habe es jedenfalls runtergehandelt. Also man wird sowieso dort verarscht, bis zum geht nicht mehr. Deshalb, ich weiß es nicht, wie die Preise waren. Ich habe auch manchmal gar nicht diskutiert mit denen, habe einfach das bezahlt, was die haben wollten und gut ist. Aber dieses T-Shirt habe ich mir dann auch, glaube ich, für 10 Euro oder so gekauft. Genauso wie mein Burberry-Schal. Ich fand einfach das Muster sehr schön und ich wollte das auch mitnehmen. Deshalb habe ich es auch mir gekauft. Das ist, ja, angeblich Burberry, ne? Also, aber mir war das egal, ob das nachgemacht ist oder nicht. Mir auch, glaube ich, für 10 Euro gekauft. Und dann habe ich mir noch gekauft aus einem Laden. Also die haben mit einem Barcode gearbeitet und da habe ich dieses Armbändchen hier entdeckt. Also ich fand das sehr, sehr schön. Wenn man es genau ansieht, ist das auch eigentlich so eine Nachahmung von Hermes. Aber solange da nicht Hermes draufsteht, habe ich gesagt, okay, komm, nimmst du mal mit. Ich fand sie sehr, sehr cool und ja. Dieses Armbändchen habe ich gekauft für 15 Lira. Und es war in einem Laden, wo man mit Barcode gearbeitet hat. Ne? Also man konnte da sowieso nichts runterhandeln. Deshalb habe ich das mitgenommen. Ihr müsst bedenken, sagen wir mal, 10 Lira entspricht 5 Euro. Also ihr müsst immer euch dann die Hälfte in Euro vorstellen einfach. Und ja, dann, ich war in einem anderen Laden und ich habe es auch in einer anderen Farbe gesehen. Und der Typ wollte dafür 60 Lira haben. Obwohl ich es woanders für 15 Lira gekauft habe. Also wie gesagt, man wird echt übers Ohr gehauen. Aber egal. Naja, wie dem auch sei. Dieses Armbändchen gab es für 15 Lira. Dann habe ich mir noch mitgenommen eine Handyhülle. Ja, für mein iPhone 5. Und ja, also ich fand das richtig cool. Irgendwie hat mich das auch angesprochen. Ich wollte eigentlich die 3 Lippenstifte von Yves Saint Laurent haben, aber hatten die leider nicht für iPhone 5. Deshalb dachte ich mir, tut es auch ein Chanel Lippenstift. Ne? Ja. Ich glaube, diese Handyhülle habe ich gekauft für 10 Euro. Also 20 Lira. Genau. Genau so war es. Und ich habe mir noch 2 Ringe gekauft. Einmal diesen Ring hier. Habt ihr auch auf meinem Bild gesehen. Das ist so ein echter Silberring. Mit Kristallsteinchen und ja, ich fand das sehr, sehr schön. Vor allem bin ich ein Fan von, eigentlich von natürlichen, nein, nicht natürlichen, von schlichtem Schmuck. Und es war mir auf jeden Fall wert, mir diesen Ring zu kaufen. Diesen Ring gab es für 28 Lira. Ich habe es aber runtergehandelt auf 25 Lira. Ich alter Fuchs. Und das war auch okay. Ich meine, weil es auch halt echtes Silber ist, kann man auch nicht meckern. Und dann habe ich mir noch diesen Ring hier geholt. Da seht ihr einen kleinen Alien, was auf dem Boden sitzt. Die hat sogar Titten. Vor ist so ein Kristallsteinchen. Und ja, diesen Schmuck, also diesen Ring gab es für 5 Lira, also 2,50 Euro. Ist jetzt kein Silber oder so, ne?
logisch. Und ich fand das total süß, deshalb habe ich das mitgenommen. Also an Ringen habe ich einmal diesen Ring hier in Silber und einmal diesen. Okay, jetzt habe ich noch ein paar Schuhe. Ich habe eigentlich viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Im Nachhinein denke ich mir, eigentlich voll blöd. Aber es war so ein Tag, ich hatte andere Schuhe angehabt und die haben mir so hellisch, die haben so hellisch wehgetan, dass ich mir gedacht habe, komm, wenn du andere Schuhe findest, dann kauf die. Ich hätte mir auch eigentlich flache Schuhe kaufen können, aber natürlich kauft sich Soraya mal wieder hohe Schuhe. Und die habe ich auch aus einem Laden, also aus einem Laden, wo die mit Barcode gearbeitet haben. Und diese Schuhe habe ich für 80 Lire gekauft. Ich weiß, es ist zu viel. Aber ich dachte mir, ach komm, scheiß der Hund drauf, nimm mit. Und ich fand die auch sehr, sehr schön. Hat auch zu meinem blauen Jumpsuit gepasst. Und ja, also für 40 Euro habe ich mir diese Schuhe mitgenommen. Und ja, musste eigentlich nicht sein, aber ich bereue es jetzt auch nicht so sehr, ne? Okay, was habe ich mir noch gekauft? Also aus dem Urlaub habe ich mir sonst eigentlich nichts gekauft, außer natürlich bei Duty Free. Also ich hatte noch genug Geld übrig gehabt, dass ich mir noch am Flughafen ein Parfüm von Jimmy Choo gekauft habe. Das ist derzeit mein Lieblingsparfüm, solltet ihr wissen. Und ja, Jimmy Choo 100 Milliliter habe ich mir gekauft für, ich glaube, 89 Euro. Und ja, das ist von meinem Duty Free Shopping noch gewesen, ne? Ja, ihr Süßen, ihr seht, ich habe eigentlich sehr wenig eingekauft in meinem Urlaub. Ich wollte eigentlich gar nichts einkaufen, wie gesagt, aber man kauft trotzdem immer was ein, auch wenn es ein paar Kleinigkeiten sind. Und deshalb würde ich mal sagen, ja, das war es jetzt auch schon von mir und meinem kleinen Einkauf. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua, eure Soraya. Tschüss.